Momentan befinden sich die Reben in der Blüte. Während der Blüte ist die Rebe sehr empfindlich. Der Blühvorgang mit Befruchtung der Samenanlage ist stark von der Witterung abhängig. Bei zu kühlem und feuchtem Wetter in der Blütezeit kann sich die Frucht nicht vollkommen ausbilden und einzelne Blüten werden abgestoßen. Das nennt man auch Verrieseln. Die Blüten der Reben sind Zwitterblüten mit voll ausgebildetem Fruchtknoten, weiblich, und Staubgefäßen, männlich. Die Blüte der Rebe ist eigentlich recht unscheinbar. Beim Öffnen der Blüte wird die Blumenkrone, das Käppchen, hier braun, als Ganzes abgeworfen. Die Staubbeutel öffnen sich schon vor dem Abwerfen des Käppchens und können sich somit selbst befruchten. Die Rebe ist also nicht auf fremde Hilfe aus der Tierwelt angewiesen. Ihr wisst ja sicher, dass die meisten Pflanzen dazu die Bienen brauchen. Aber die Rebe kann das ganz allein. Jede Blüte bildet nach erfolgreicher Befruchtung eine Beere. Eine Faustregel besagt, dass 100 Tage nach der Blüte die Trauben reif sind zur Ernte. Ihr haltet euch mal das heutige Datum im Kopf und rechnet im Herbst mal nach, ob das so ungefähr stimmt. Laubarbeit. Die Laubarbeiten begleiten den Winzer vom Austrieb der Rebe im Frühling bis zur Ernte im Herbst. Zuletzt haben wir ausgebrochen, das heißt die überschüssigen Triebe entfernt. Die Triebe sind nun so weit gewachsen, dass sie in die Heftdrähte im Drahtrahmen gesteckt werden müssen, damit sie Halt bekommen. Denn mit der Zeit werden sie immer schwerer und können umknicken. Oder wenn sie so unkontrolliert in die Rebseile hereinhängen, werden sie vom Schlepper abgerissen. Wir melden uns wieder, wenn die Triebe so hoch sind, dass sie in die oberen Heftdrähte gesteckt werden. Ihr werdet staunen, wie der Weinberg dann aussieht.